12 Jahre alt. Heute möchte ich euch von meinem Hass, aber auch gleichzeitig meinem größten Glück erzählen. Ich wurde mit einer Einschränkung geboren, wodurch ich bis zu meinem 11. Lebensjahr keine Freunde hatte, da mich keiner akzeptierte. Doch dies änderte sich, als ich nach Hamm zog. Eines Tages ging ich mit meinen Eltern spazieren. Guck mal, Mama, wie die Mädchen da hinten über Fußball spielen. So was möchte ich auch mal machen. Ey, guck mal, das Mädchen mit den Krücken, die sieht doch irgendwie komisch aus, ne? Ja, vielleicht hat sie eine Gehbehinderung oder so. Ja, stimmt. Ey, aber komm, das zweite Spiel. Ja. Ja, die Mädchen, die machen das echt toll, aber ehrlich, wir müssen jetzt echt mal gehen. Auf dem Rückweg kommt wieder bei der Mutter an den Mädchen vorbei. Ha, gehalten! Ja. Diesmal aber von weiter hinten. Ja. Ja. Hä? Das wäre dieses Mädchen. Ja, Emi guckt uns böse an und auch traurig. Lass uns lieber zu ihr gehen, oder? Ja, wahrscheinlich hat sie irgendwas falsch verstanden. Warte mal! Meinst du mich? Ja! Meine Freundin, ich hinterließ mir gerade einen sehr schlechten Eindruck. Da wir das gerne wieder gut machen wollen, kannst du uns gerne zugucken. Und wenn du das auch kannst, dann können wir dir auch gerne was beibringen. Wenn du das sehr neugierig aus. Ja, gerne. Mama, darf ich bitte? Ja, aber ich gucke dir und den anderen lieber zu. Ja, aber wir können nur bis 6 bleiben, wenn wir gleich noch einkaufen müssen, okay? Ja, danke. Hi, ich bin auch mit 11 Jahre alt gerade geworden. Und du? Ja, ich bin Lisa und ich werde übernächste Woche Dienstag 11. Hi, ich bin Jeanette und ich bin ebenfalls 10 Jahre alt. Warte eben. Tschüss Mädels, ich hatte selten so viel Spaß. Ich möchte auch mal so gut Fußball spielen wie ihr. Tut mir leid, aber wir müssen jetzt gehen, okay? Du kannst ja gerne morgen wiederkommen. Warte eben. Tschüss Mädels, ich hatte selten so viel Spaß. Ich möchte auch mal so gut Fußball spielen wie ihr. Gut, schlaf nicht. Schließlich möchte ich in der Bundesliga spielen. Bis dann, wir können uns dann ja morgen treffen. Wir denken, jetzt halten den Flug vorbei. Wir verabredeten uns einige Male. Nach ein paar Tagen konnte ich den Ball sogar mit meinen Krücken passen. Wir wurden gute Freunde. Komm mit, wir gehen. Nimm den Ball mit. Ja, ich komme. Ey, als wir gerade gespielt haben, hatte ich eine super geile Idee. Wäre es, wenn Lisa zum Geburtstag eine Fußball-Überraschungsparty schmeißen? Oh mein Gott, das ist eine richtig geile Idee. Wir werden erstmal mit Montag alles besorgen, ein paar Snacks und so. Mhm. Und am besten rufst du noch die Mutter an. Du hast ja die Nummer. Ja, das klingt sehr sinnvoll. Lass uns das mal machen. Geil. Endlich war es soweit. Mein Geburtstag. Nach vielen Vorbereitungen von meinen besten Freunden riefen sie meine Mutter an. Dring, 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 dring. Ja, hallo? Ich bin's, Laura. Was kann ich denn tun, weil Lisa ist ja bei mir zu Hause. Lisa hat ja Dienstag Geburtstag, deshalb wollten wir sie fragen, ob sie sie am Dienstag zum Fußballplatz bringen könnten, weil wir wollten gerne ihr eine Fußball-Überraschungsparty zum Geburtstag schenken. Ja, das würde klappen. Ja, danke, das ist super. Tschüss! Okay, tschüss. Ich hoffe, sie wird sich sehr freuen. Nach ein paar Tagen war es soweit. Der Geburtstag. Meine Mutter brachte mich zum Fußballplatz. Ich war sehr aufgeregt. Laura machte mir eine Augenbinde um, damit ich zunächst nicht sah. Sie? Tada! Was, denn, habt ihr alles für mich gemacht? Ja. Woo! Happy Birthday! Jetzt spielen wir 1 gegen 1 von Borussia Dortmund und du, Jeanette? Ja, ich bin einfach dein Gegner. Komm, okay. Lass uns auch Lisa holen. Komm, Lisa! Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Geschichte zeigen, dass das Glück immer dann kommt, wenn ihr es am wenigsten erwartet und dass ihr niemals aufgibt.